Schatzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Da sind wir gestern mit dem Bötchen lang gefahren. Es lohnt sich einfach immer in diesem Land, also alle paar Meter, paar Kilometer stehen zu bleiben und sich diese Schönheit anzuschauen. Wir waren ja bislang noch nicht hier in der oberen Ecke und das gefällt uns richtig gut. Wieder mal ein kleiner Frühstücksstopp. Das haben wir uns jetzt angewöhnt, dass wir ohne Frühstück losfahren und dann irgendwo frühstücken. Und ich glaube, wir haben es ganz gut getroffen. Guckt euch das an hier. Könnte man eigentlich auch länger bleiben. Wunderschön. Klare Luft. Superschöner Sonnenschein. Das sind die Momente, die man besonders in der Nebensaison so richtig genießen kann. Und dann dieser Blick. Oh Mann, ich will gar nicht mehr nach Hause. Ein geiler Frühstücksplatz. Richtig schöner kleiner Ort. Einfach mal rechts ranfahren. Denn unser Ziel ist stets der Weg. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass wir durch dieses Reisen, also wirklich auf dem Landwege zu fahren, natürlich viel mehr Zeit brauchen, aber die tollsten und schönsten Orte so entdeckt haben. Boah, das verändert sich gerade landschaftlich so dermaßen. Und überall diese Orangenstände, da müssen wir mal anhalten. Da gibt es bestimmt mega Orangensaft. Der Moment, wenn du die Tür aufmachst und dann das siehst. Wow. Dann bekommen wir immer ein Stück Demut und sind voller Dankbarkeit, sowas erleben zu dürfen. So, dann nehme ich das jetzt mal mit. Mandarinen und Mandarinenhonig. Danke. Wow. Da bin ich ja mal gespannt hier. Weiter ging es auf dieser wunderbaren Traumstraße. Wir hatten noch ungefähr 80 Kilometer bis Dubrovnik und die haben wir in vollen Zügen genossen. Wahnsinn. Denn ab Split beginnt wirklich der schönste Abschnitt der Adria Magistrale, nämlich die Dalmatische Riviera oder die Makarska Riviera. Die Straße führt direkt am türkisblauen schimmernden Meer entlang. Man sieht viele kleine Küstenorte, versteckte Buchten und hin und wieder auch die ein oder andere vorgelagerte Insel. Für uns ein unvergessliches Erlebnis. Die Schönheit liegt im Auge dessen, der es sieht. Und im Jetzt der Zeit. Kommt hier die Grenze, ich bin ganz irritiert. Und hier sieht man nochmal richtig gut die Brücke, die da gebaut wird. Dann musst du wohl nicht mehr über Bosnien-Herzegowina, oder? Um nach Dubrovnik zu kommen, muss man bislang über Bosnien-Herzegowina einreisen. Das war mir gar nicht so bewusst, aber es war überhaupt kein Problem, denn es war nicht im Hochsommer. Da ist oft sehr langer Stau. Wie viele Minuten später? 15? Gehen wir wieder aus Bosnien herauf und sind jetzt an der kroatischen Grenze. Deshalb hat man eine Brücke gebaut, die eigentlich jetzt Mitte, Ende Juni eröffnet werden sollte. Aber das verzögert sich leider. Denn die Zufahrtsstraßen zu der Brücke, die haben es noch nicht pünktlich zur Eröffnung geschafft. Ah, das ist die berühmte Dubrovnik Bridge. Lange wollte ich damals rüberfahren. Traum wird wahr, ich glaube es selber kaum. So, da sieht man schon die ersten Teile von Dubrovnik, das ist ja eine Riesenstadt. Bei der Suche nach einem stadtnahen Campingplatz haben wir uns für den Solitudo Sunny Camping in der Ferienanlage der Gruppe Falama entschieden.
So, wir sind jetzt angekommen und wir haben sogar noch ein Plätzchen mit Meerblick bekommen. Was will man mehr? Cool. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind in Dubrovnik. Der Drei-Sterne-Campingplatz befindet sich auf der grünen Halbinsel Babin Kuk und wir haben gehört, es soll auch ein herrlicher Strand dort in der Nähe sein. Guck mal, nur ein paar Meter entfernt hast du hier nämlich die Beachbar, was ich schon wieder alles hier entdecke. Das ist die nicht so ganz so tolle, es soll noch eine bessere geben, wobei ich finde die schon richtig cool. Das ist ja richtig schön hier. Mit so schönen Beachbars hatten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet und wir waren ganz verzaubert und es war genau das Richtige zum Chillen und diesen besonderen Moment so ein kleines bisschen, sagen wir mal, feiern konnten. Jetzt mal hier in diesem Beachclub, mal gucken, wir haben es jetzt nur von Weitem gesehen und ich glaube, das sieht gut aus. Einfach mega schön. Genauso wie wir das mögen. Und da werden wir uns jetzt mal hinsetzen. Wo ist die Sonne? Da. Guck mal, für jeden was dabei. Schatten, Sonne und eine Palme. Und das sind die Momente, die für uns das Reisen mit dem Camper so ausmachen. Wir wissen nie, wo wir ankommen und was uns erwartet. Und am Ende sind wir in einem Paradies. Hammer. Und dann dieser Blick hier. Wenn der Tag so startet, dann kann er doch nur wundervoll werden, oder? Schatz, wir haben es geschafft, Dubrovnik. Ja, geschafft. Huch, ich habe zwei Brillen auf. Ja, Dubrovnik, da wollte ich immer hin und wir haben gedacht, das schaffen wir nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und jetzt haben wir es doch geschafft. Ich bin happy. Herrlich. Luft ist auch noch gut, Wetter ist noch gut, also passt. An dem Campingplatz gibt es auch direkt eine Bushaltestelle, die einen in die Altstadt fährt. Wir haben uns aber dann für das Taxi entschieden. Es war nur unwesentlich teurer, viel entspannter und Corona-freier. Oh, das ist aber schon richtig beeindruckend, ne? Diese hübsche mittelalterliche Stadt Dubrovnik zählt wohl zu den Hotspots Kroatiens, wenn nicht sogar Europas. So, dann gehen wir mal in diesen besonderen Ort. Vor allem die malerische Altstadt ist einfach traumhaft schön. Kein Wunder, dass diese Stadt mit gerade mal 42.000 Einwohnern bereits 1979 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Hammer! Oh mein Gott! Ich glaub das nicht. Wir waren wie immer vollkommen unvorbereitet und schlenderten einfach so durch die Gassen und ließen uns treiben. Was passiert denn jetzt hier? Und das ist immer wieder egal, in welchem Land du bist, diese Bauweise. Es ist total angenehm kühl, ne? Dadurch ist es nicht so heiß. Ja, irre, irre. Und das sind diese traditionellen Stickereien hier auf Tischdecken. Ich kenne es aber auch auf Blusen und das suche ich noch. So schön. Ist alles Handarbeit. Babyschürchen so. Cold drink with the most beautiful view. Kommt jetzt. Na dann. Also hier ist das Lokal mit dem besten mit der besten Aussicht, so wie sie selber sagen. Und ja, das ist echt eine Traumaussicht. Aber viele gehen wieder zurück, weil man kann nur bar bezahlen. Das haben wir jetzt schon öfter erlebt. Tja, manchmal ist das so, aber es ist echt eine Traumaussicht. Eigentlich ist es ein absolutes Muss, einmal die Stadtmauern von Dubrovnik entlang zu spazieren, denn sie sind nicht nur das Wahrzeichen der Altstadt von Dubrovnik und geben der Stadt eben dieses wunderschöne mittelalterliche Antlitz, sondern sie beschenken einen wohl mit den schönsten Raumaussichten. Guck dir das an.
aber irgendwie war uns nicht danach und wir wollten irgendwie unserer eigenen Spur folgen. Und das Eintrittsgeld von umgerechnet, ich glaube, circa 30 Euro pro Person, das haben wir an diesem Tag lieber in ein ganz besonderes Frühstück investiert. Frühstück? Auf Kroatisch. Kalte Fischplatte? Ist doch cool, aber ist schön hier, ne? In solchen Kulissen gut zu speisen, was gibt es Schöneres? Und für uns gehört das auch zum Reisen dazu, in die jeweilige Esskultur einzutauchen und zu genießen. Ich werde das Frühstück vermissen. Das Kroatische. Und wie ist deine Suppe? Auch richtig gut, ne? In Dubrovnik gibt es unzählige, viele kleine, wunderschöne Restaurants, Konobas und Tavernen. Viele haben am Abend auch Live-Musik und wer hier was Passendes sucht, der hat wirklich die Qual der Wahl. Und der Tipp unseres Taxifahrers, der war so. Der Taxifahrer hat gesagt, dass alle Lokale, das Essen ist überall gleich, aber man zahlt halt unterschiedliche Preise. Und ich denke mir, dass dieses hier mit dem Blick seinen Preis hat, aber ist schon beeindruckend. Einfach großartig faszinierend und das noch bei diesen Temperaturen. Es ist richtig warm. In der Altstadt von Dubrovnik gibt es viele kleine Geschäfte. Allerdings war ich etwas enttäuscht, weil es doch sehr oft Wiederholungen gab. Souvenirs, Games of Thrones Geschäfte und irgendwelche Süßigkeitenläden. Und dann gab es noch einen ganz besonderen Laden. Leute, hier gibt es echt einen Weihnachtsshop. Seit 2010. Auf jeder Reise zieht es uns immer auch in einer der Kirchen. Kennt ihr das? Irgendwie ist das so ein Stück innehalten und Danke sagen. Denn jede Reise ist für uns auch immer eine Art himmlisches Geschenk. Als wir dann am nächsten Morgen aufgestanden sind, hatten wir gar keinen Plan, wie es jetzt weitergeht. Jetzt werden wir uns auf den Weg machen und wir haben 1000 Ideen. 1000 Ideen, aber noch keinen Plan. Oh mein Gott. Was meinst du denn? Also vielleicht Fähre? Fähre. Genau. Also es gibt einmal den Plan, es ist sehr windig, ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht so gestört. Es gibt einmal den Plan, mit der Fähre zu fahren und dann nach Bari und dann Apulien zu erobern. Bali? Hört sich gut. Bali? So. Bari! Und dann Apulien zu erobern. Aber auch da ist das Wetter so, naja. Und ob sich dann das alles lohnt oder ob wir jetzt einfach sagen, okay, es ist so, wie es ist. Wir suchen uns jetzt hier noch um Dubrovnik herum ein schönes Plätzchen. Und dann fahren wir schnuckeln wir langsam nach Hause. Im Rückwärtsgang. Ich meine, so Bayern oder so oder Österreich kann ja auch schön sein. Auf jeden Fall. Aber ich will irgendwie noch nicht. Alpen. Auf jeden Fall mein erstes Fazit. Das ist eine wunderschöne Reise bislang gewesen. Tolle Begegnungen. Und auch der Platz jetzt hier in Dubrovnik. Die Stadt, überhaupt die ganzen Orte. Zadar, Split. Wobei Zadar war man ja gar nicht. Trogir, Split, Dubrovnik. Auch die kleinen Orte sind alle so interessant. Also es ist auch für mich das perfekte Camperland, weil einfach so viele Plätze direkt am Wasser sind. Ne? Optimal. Optimal. Ja, aber irgendwann hat eben jede Reise ein Ende. Das müssen noch wir nicht, ändern. Noch. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie der Tag so weitergeht, was da so passiert. Und sagen Tschüss, Dubrovnik. Und wir hatten übrigens hier den besten Platz. Weißt du das eigentlich? Habe ich gestern erfahren. Ja, voilà. Voilà. Tschüss. Falls ihr also reservieren könnt, fahrt unbedingt auf die D-Plätze. Wir hatten D105, aber auch die anderen D-Plätze sind wunderschön mit einer traumhaften Aussicht. Bevor es jetzt ins Unbekannte weiterging, mussten wir erstmal die Fähr- und Entsorgung suchen und das war gar nicht so einfach. Also gewusst wo? Direkt neben der Rezeption befindet sich die Entsorgungsstation, da wo auch die Sanitäranlagen jetzt geöffnet hatten. Da geht es dann von der Hauptstraße, die zu den Plätzen führt, hier hoch zu der Fähr- und Entsorgung. So, jetzt bezahlen wir mal. Die machen auch morgen hier zu. Ich denke, dann haben die auch Feierabend, wobei wir das nicht verstehen, weil es ja ein Stadtplatz ist. Egal. Vielleicht unser Glückstag heute. Also die konnte uns nicht auschecken, weil wir schon ausgecheckt waren. Und angeblich hat Jörg mit einer Ina hier übernachtet.
Camp Ina? Das muss ich jetzt mal klären. Sag mal, Jörg, wer ist denn Camp Ina? Wer ist denn Ina? Camp Ina. Ina Camp. Mit der warst du hier. Mit der warst du hier. Du bist da oder was? Nein. Und du bist schon abgereist. Mit der. Ah, ein anderer durchgebrannt. Camp. Ein anderer Camp. Hat er schon bei uns bezahlt? Hans-Jörg Camp und Ina Camp. Ja, das ist ja seltsam. Keine und der Ahnung. Hat schon für uns bezahlt. Das ist ja alles wunderbar. Onkel, Tante Ina, tschüss. Das glaubst du nicht, echt? Hammer, ne? So, jetzt kommt noch einmal hier Wasser. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Das weiß ich auch noch nicht, aber erstmal will ich das kurz die Scheibe wischen. Und dann ging es zu einem Platz, wo wir einen so wunderschönen Moment erlebt haben. Und zwar einen Moment der Gemeinschaft. Aber das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Ba, 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 ba.